Nachdem ihr in unzähligen Videos gesagt habt, dass meine falschen Wimpern nicht gleich geklebt sind und nicht gleich aussehen, werde ich heute neue Wimpern benutzen. Ich muss dazu sagen, wenn ich so Videos drehe, wo ich was erzähle und mich gleichzeitig schmink, damit das Video nicht so lang wird, versuche ich natürlich, das recht zügig zu machen. Deswegen ist manchmal mein Make-up nicht so perfekt, aber bevor ich auf die Bühne gehe, touche ich das nochmal nach. Das heißt, wenn irgendwas schief ist, also wird es nochmal korrigiert, das seht ihr nur leider in dem Video nicht. Das wollte ich einfach mal kurz sagen. Aber heute zu den neuen Wimpern. Ich kriege auch immer wieder Kommentare zu meinem Make-up, ob das nicht viel zu viel wäre und ob ich so auf die Straße gehen würde und so weiter. Das Ganze hier ist Bühnen-Make-up. Das trage ich so stark, weil die Scheinwerfer sehr hell sind, das Ganze ausblenden, die Leute sehr weit weg sitzen. Das heißt, es geht wirklich darum, ein krasses Make-up zu haben, dass man von weit weg auch noch meine Mimik erkennen kann. Würde ich so auch auf die Straße gehen? Wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise, es kann schon mal vorkommen, dass ich in einigen Showproduktionen, wenn wir zwei Shows an einem Tag spielen, aber die nicht direkt hintereinander sind, dass ich immer kurz rausgehe, dann stört es mich jetzt nicht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Look, den ich persönlich für mich täglich benutze. Fürs normale Leben schminke ich mich normalerweise eigentlich gar nicht, weil ich einfach so viel Make-up schon abends trage, dass es mich einfach nur nervt. Ich bin einfach auch kein riesen Make-up-Fan. Aber für die Bühne gehört es einfach dazu. Ich habe mich mittlerweile auch echt dran gewöhnt.